Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Video. Neidgesellschaft in Deutschland, Teil 2. Da hatten wir ja schon mal ein Video gemacht vor, ich würde sagen, mittlerweile ist es gut ein Jahr her. Ihr seht, der Moritz ist heute bei mir. Und ja, da hatten wir erst gar nicht gedacht, dass das so gut ankam bei euch, beziehungsweise ankommt bei euch. Und viele haben sich sogar einen zweiten Teil von dem Video gewünscht. Und ja, dem wollen wir heute mal nachkommen. Neidgesellschaft in Deutschland, Moritz, glaubst du, das ist unfair, dass ich sage, das ist speziell auf Deutschland bezogen? Ist das vielleicht größer geworden? Was meinst du in dem Bezug? Ja, hallo erstmal zusammen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Also ich glaube, Neidgesellschaft in Deutschland, das ja, ist ein Punkt, über den wir sprechen sollten. Also ich glaube, gerade in Deutschland ist so ein Land, wo der Neid relativ groß ist. Gerade gegenüber Leuten, die vielleicht, ja, ich sag mal, ein bisschen weniger haben, sich nicht aus ihrer Komfortzone raustrauen und die vielleicht auch einfach nichts riskieren. Ne? Ich würde sagen, da können wir auch vielleicht auch direkt den Bogen zum Trading schlagen. Man muss was riskieren, wenn man gewinnen will. Ne? Nicht nur beim Trading, vielleicht auch im Leben. Ja, viele sehen in dem Bezug vielleicht eher mal die Risiken als die Chancen. Ich glaube, wir waren da von Grund auf auch am Anfang komplett anders eingestellt. Wir haben immer eher die Chancen gesehen. Das war auch der Grund letztlich, warum wir Trader geworden sind. Natürlich gab es erstmal am Anfang natürlich weniger Sicherheit, als wir das vielleicht im Vorfeld kannten oder in anderen Jobs hatten. Aber wir haben die riesen Chancen gesehen, die wir durch das Trading haben. Und das hat mich jetzt persönlich viel, viel mehr motiviert, als ich sage jetzt mal die Risiken, die es da vielleicht auch gab. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, man braucht als Trader generell oder vielleicht auch als Selbstständiger, der sein eigenes Business irgendwie macht, immer die Einstellung, dass man ja Risiken und Chancen gegeneinander abwägt, aber vielleicht sich mehr auf die Chancen konzentriert. Ich habe da immer so dieses Zitat im Kopf, you miss 100% of these shots you don't take. Ja. Vielleicht können wir erstmal ganz kurz, ich habe mir das extra mal aufgeschrieben, damit wir das hier auch mal vernünftig machen, mal ganz kurz definieren, was versteht man eigentlich unter Neid. Also, Definition sieht folgendermaßen aus. Neid ist eine Empfindung, Haltung, bei der jemand einem anderen einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt. Und ja, mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, schon in ganz frühen Jahren. Schon als ich noch im Tennis unterwegs war, also wirklich jetzt schon 10, 15 Jahre her. Und was ich da gewonnen habe, war jetzt, ich sag jetzt mal einfach gesagt, jetzt nichts besonders Großes. Ja, aber, komm, du warst Clubmeister, stell dein Licht nicht unter den Chef. Aber trotzdem hat man da schon gemerkt, okay, viele gönnen das, aber es gab auch immer wieder welche, die auch da einen den Erfolg schon nicht gegönnt haben. Und ich persönlich konnte sowas immer eher weniger verstehen, weil ich habe eigentlich immer versucht, mir Vorbilder zu suchen, andere, die mich inspirieren. Und ja, ich habe immer zu ihnen aufgeschaut und wollte ja auch das erreichen, was die haben, ohne jetzt, sage ich mal, dieses Neidgefühl in mir zu haben. Ja, ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Also ich glaube, man sollte auch nicht durchs Leben gehen und den anderen Leuten irgendwie nichts gönnen. Im Gegenteil, du hast ja, glaube ich, in deinem ersten Video Neidgesellschaft schon angesprochen, dass in den USA da vielleicht auch ein ganz anderes Mindset herrscht und dass in den USA den Leuten vielleicht auch einfach prinzipiell ein bisschen mehr gegönnt wird. Ne? In Deutschland, ein bisschen überspitzt gesagt, zerkratzen dein Auto, wenn du dann einen schicken AMG vor der Tür stehen hast, und in Amerika sagen sie, guck mal, klasse Karre. Ja, das sieht man auch daran, dass, sag ich mal, diese Unternehmerkultur in Amerika natürlich eine ganz andere ist. Ja, da werden viel, viel mehr Startups gegründet, als es in Deutschland ist. Ja, in Deutschland haben wir mehr oder weniger auch, ohne das jetzt vielleicht respektiv zu meinen, haben wir so dieses Angestelltenverhältnis viel, viel mehr, was auch an Universitäten gelehrt wird. In Amerika, die sind da einfach viel, viel anders drauf. Ja, da wird auch jemand, der Erfolg hat, viel, viel mehr gefeiert. Sowas kennt man in Deutschland überhaupt nicht. Ja, bin ich bei dir, würde ich unterschreiben. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, oder meine persönliche Erfahrung, ist halt auch einfach, dass Leute jetzt in Bezug aufs Trading, auch am Anfang, als ich vor mittlerweile über 9 Jahren so die auf die Idee kam zu traden, mir die ersten Bücher gekauft habe, angefangen habe zu lernen, meine ersten Gehversuche gemacht habe, ja, habe ich sehr, sehr viel aus dem Bekanntenkreis auch gehört, ja, Trading, das ist doch nichts Sicheres, das ist doch nicht das, was du machen willst, das ist doch Zockerei, da kann man doch kein Geld verdienen. Und ja, ist eine Meinung, die man vielleicht vertreten kann. Nur was mich daran gewundert hat, ist, dass es relativ spät, nachdem dann, sage ich mal, ja, das mit dem Trading dann doch ganz gut funktioniert hat, diese gleichen Leute dann halt auf einmal gesagt haben, ja, das war doch alles nur Glück. Also du hast direkt gemerkt,
da ist einfach nicht so diese Wertschätzung irgendwie vorhanden. Ja. Und ich denke, man kann immer nur über Sachen urteilen, wenn man es auch selber ausprobiert hat. Das ist nämlich immer eine sehr, sehr komfortable Situation, wenn man, ja, ich sag mal, sich nichts traut, in seiner sicheren Ecke sitzt und dann mit dem Finger auf die anderen Leute zeigt und sagt, du. Ja, Thema Schadensfreude. So. Ja, genau. Ist ja eigentlich immer im Prinzip, es gibt ja immer drei Wege, beziehungsweise eigentlich drei Phasen. Erst, wenn man irgendwas macht, wird man belächelt. Wie war es, als wir angefangen haben mit dem Trading? Ja. Haben auch der andere belächelt, ja, Trading. Was ist das für ein Quatsch? Dann irgendwann, wenn es dann einigermaßen gut läuft, dann gibt es natürlich auch Leute, die einen bekämpfen. Ja, mit Sicherheit. Weil dann sind wir wieder beim Thema Neid und letztendlich irgendwann, wenn der Erfolg da ist, dann sind wir wieder beim Thema des Videos, dann ist der Neid da. Und viele wollen sich halt, sag ich mal, diesen Prozess, so würde ich den mal formulieren, wollen sie sich nicht aussetzen. Ja, ich meine, ist auch klar, es hat viel mit Arbeit zu tun, mit Anstrengungen. Ne? Ich denke, Stichwort Blut, Schweiß und Tränen, das ist ja auch immer, egal ob man jetzt im Trading oder vielleicht ein Business gründet oder irgendwo, wo man tätig ist oder vielleicht im Sport, wenn du dich im Fitnessstudio abrackerst, diätest, um irgendwie dein Ziel zu erreichen, egal was so dein persönliches Ziel auch ist, es ist halt einfach her für viele Leute darüber zu meckern und zu sagen, das funktioniert nicht, anstatt sich mal selber den Punkt aufzureißen. Ne? Also Arbeit gehört natürlich absolut dazu, das bekommt man natürlich nicht geschenkt, also als wir uns kennengelernt haben. Ja, wann war das? Anfang 2017? Anfang 2017, ja, wir haben, ich sag jetzt mal, natürlich auch uns extrem viel über das Trading ausgetauscht und auch uns dementsprechend auch von anderen, mit denen wir vielleicht im Vorfeld viel Zeit verbracht haben, mehr oder weniger in dem Moment auch nicht abgekapselt, ist vielleicht das Falsche, aber einfach weniger Zeit verbracht, weil wir einfach ein Ziel hatten und das haben natürlich viele andere nicht verstanden, dass man jetzt, sag ich mal, was gefunden hat, was einen motiviert, was einem Spaß macht, wo man Begeisterung hat und dass man jetzt so konsequent diesem Ziel nachgeht und damit fing es eigentlich schon an. Ja, kann ich nur unterschreiben, also ich denke, der erste Tipp, den hat mir eben gesagt, dass man eher die Chancen sehen sollte als das Risiko. Und ich denke, der zweite Tipp ist halt auch einfach, dass man sich vielleicht von Leuten, die das nicht verstehen, in einer professionellen Art und Weise vielleicht auch so ein bisschen distanzieren sollte. Ne? Weil im Endeffekt diese Neinsager, diese Leute, die irgendwie schlecht auf dich einreden, das tut deiner Entwicklung persönlich nicht gut. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man sich von, Freunden, Familie irgendwie distanzieren sollte, aber man sollte vielleicht mit einem professionellen Umgang oder die mit der Sache vielleicht ein bisschen professionell umgehen, ja? Dass man es auch weiß, richtig einzuordnen. Ich habe mir damals gesagt, egal was du machst, es wird ja immer Leute geben, die auf dich zeigen werden. Als Beispiel, wenn du den ganzen Tag auf der Couch rumhängst, weil du nichts im Leben, in Anführungsstrichen, hinbekommst, da werden auch Leute sagen, na guck mal, der kriegt nichts hin. Wenn du erfolgreich wirst, wird es genauso Leute geben, die sagen, ah guck mal, jetzt macht er das und das und dann ist er erfolgreich geworden. Und da habe ich persönlich für mich gesagt, dann entscheide ich mich lieber für den letzten Weg. Ja? Wenn Leute auf mich zeigen, dann sollen sie das gefälligst tun mit dem Argument, jetzt hat er es tatsächlich hingekriegt und soll mich lieber beneiden, als mich bemitleiden. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ist das auch noch ein Thema, dieser soziale Druck. Also ich glaube, man sollte sich diesen sozialen Druck irgendwie und der Meinung der Masse nicht aussetzen. Das ist wie an der Börse, die Masse ist meistens falsch. Ja. Und ich denke, als Appell, den man vielleicht heute mitnehmen kann oder den ich euch mit auf den Weg geben kann, wenn ihr an irgendwas glaubt, egal ob es Trading ist, ein Business, Sport, gibt ja viele Facetten der ganzen Sache, dass man daran kämpft, den negativen Input der anderen Leute nicht so zu Herzen nimmt und sich dann einen vernünftigen Plan macht und einfach sein Ding durchzieht. Ne? Ja. Ich denke, wenn man das eine Weile macht, dann wird man sich da viele Jahre später auf jeden Fall für bedanken. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir auch das ein oder andere wichtige Argument heute vergessen. Dann machen wir da gerne nochmal ein Video drunter. Ansonsten würde uns gerne eure Meinung auch zu dem Thema natürlich interessieren. Und ja, besonders auch mal vielleicht eigene persönliche Erfahrungen, ne? Dass ihr da mal runterschreibt, wie ihr das vielleicht so erlebt habt, was ihr da vielleicht für Erfahrungen gemacht habt, gerade auch im Thema Trading oder auch Selbstständigkeit, was ihr da, worum es halt auch immer geht. Und ich würde die Sache gerne noch mit einem Zitat beenden, nämlich die Buhrufe im Leben und im Sport kommen in der Regel von den billigen Plätzen. Ne? Damit wollen wir es auch sein lassen. Ja. Danke fürs Zusehen. War jetzt ein kurzes Video. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Also wie gesagt, kommentiert gerne, schreibt eure Meinung drunter. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne einen Kommentar da. Und dann sagen wir beide. Ja, bis bald und gute Trades.